Dann hat kein Toter einen Namen, kein einzig Grab trägt einen Stein. Nach dem nächsten Krieg auf Erden wird kein Kind mehr nach der Mutter schreien. Kein Vater seinen Sohn beweinen, kein Soldat sehnt sich nach seiner Braut, kein Lebender den Toten neiden, niemand, der nach den Gräbern schaut. Kein Lebender den Toten neiden, niemand, der nach den Gräbern schaut. Niemand, der die Gräber pflegt, niemand, der Blumen niederlegt. Das haben die sich gewünscht, damit sie auch alle mitsingen können. Und jetzt laufen sie weg. So sind sie, ne? Also, eines Morgens in aller Frühe. Eines Morgens in aller Frühe. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Partisanen, kommt gib mich mit euch. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partisanen, komm, leb nicht mit euch, denn ich fühl, der Tod ist nah. Partisanen, komm, leb nicht mit euch, denn ich fühl, der Tod ist nah. Wenn ich sterbe, o ihr Genossen, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wenn ich sterbe, o ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blume, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. In den Schatten der kleinen Blume, in die Berge bringt mich dann. Ganz alten Blume in die Berge bringt mich dann. Und die Leute, die gehen vorüber, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Diese Blume, so sagen alle, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Vielen Dank. Nein, ich wollte einen. So, das Schlusswort zu der Veranstaltung. Also erst nochmal Dankeschön auch für diesen Beitrag. Das Schlusswort spricht Jochen Schwabedissen. Bevor er anfängt, muss ich mal eine Sache noch nachholen, die wir die ganzen Jahre vergessen haben. Ich glaube, jetzt seit 3 oder 4 Jahren stellt uns Röse Christina die Technik zur Verfügung. Und dazu möchte ich euch herzlichen Dank sagen.
Sehr verehrte. Ja, wir hören dich. Okay. Sehr verehrte, sehr liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, alle 2 Jahre, so ist es ja abgemacht, darf ich hier das Schlusswort sprechen. Und es macht mir immer Freude, Danke zu sagen all denjenigen, die mit Wort und Tat und mit Musik uns dem Arbeitskreis Jahr für Jahr solidarisch und kompromisslos für den Frieden eintreten, unter dem Motto: Sorget ihr, die ihr noch im Leben steht, dass Frieden bleibt. In diesem Sinne darf ich auch besonders denen danken, die in diesem Jahr hier mit uns eingetreten sind für diesen umfassenden Frieden. Eigentlich gehe ich am Stock. Dass ich den jetzt nicht dabei habe, ist nicht Eitelkeit, sondern Vergesslichkeit. Wie das in 2 Jahren aussieht, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es nicht mehr geht. Es geht noch, aber dann vielleicht nicht mehr. Und deswegen möchte ich jetzt in aller Kürze nur dieses eine Wort, Danke, ein wenig ausbreiten. Es schien ein merkwürdiges Bündnis zu sein, das vor über einem halben Jahrhundert die Blumen pflanzte, die heute noch und in Zukunft für und in Stuckenbruch blühen. Kommunisten und evangelische Pfarrer, einig im Widerstand gegen den Faschismus, riefen den Arbeitskreis ins Leben und bemühten sich darum, dass die Opfer und die Täter an diesem Gräberfeld nicht vergessen werden und der Auftrag der Überlebenden erfüllt werde, Frieden zu stiften. Steht übrigens auch wörtlich im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Kurz nach diesem Beginn gab ich dazu, und wenn ich das halbe Jahrhundert der Mitarbeit im Arbeitskreis in ein Wort fassen soll, so fällt mir wieder nur ein zu sagen, Danke. Ich kann hier nicht alle Namen nennen. Es sind neben heutigen und früheren Mitgliedern des Arbeitskreises aus den verschiedenen politischen Parteien und Verbänden auch die Kommunistinnen und Kommunisten, denen dieser Dank gilt. Ich bin Christ und kein Kommunist. Aber noch viel weniger bin ich Antikommunist. Und das halte ich für eine Selbstverständlichkeit angesichts der Gräber dieser 65.000 sowjetischen Soldaten und der Verbrechen, die im Namen des Antikommunismus geschehen und verschleiert sind. Camilo Torres, der Priester und Kampfgefährte Che Guevara, sagte zu Recht: Was streiten wir über die Unsterblichkeit der Seelen, solange der Hunger für Menschen tödlich ist? Ich bitte, mir noch die Zeit zu geben, doch einige Namen zu nennen. Das sind leider auch Menschen, die tot sind. Der Pfarrer Heinrich Distelmeier, dessen Nachfolger im Arbeitskreis ich bin. Heinrich Alberts, ebenfalls Pfarrer und ehemaliger Oberbürgermeister von Berlin, der an diesem Ort mehrfach unsere Arbeit unterstützt hat. Und auch der russisch-orthodoxe Erzbischof für Deutschland, Longin, mit dem ich hier an diesem Friedhof einen Gottesdienst des Gedenkens und der Versöhnung halten durfte. Danke, sage ich auch im Hinblick auf die Zukunft, dass es ein Jugendlager gibt, das verantwortlich und gut organisiert ist und auch heute einen sehr guten Beitrag geleistet hat, macht mich zuversichtlich für die Zeit,
wenn meine Generation nicht mehr da ist. Und ich freue mich, dass mit Hubert Kniesburges ein engagierter Vorsitzender für den Arbeitskreis gefunden wurde. Für ihn sage ich mit einem russischen Trinkspruch auf viele Jahre. Und mein herzlicher Dank gilt natürlich allen Freundinnen und Freunden im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, die hier gelitten haben und nur knapp dem Tod entgangen sind. Ein Grußwort kam auch heute vom Professor Wladimir Naumov, der als 11-jähriges Kind von der Wehrmacht aus Smolensk verschleppt und hier als Zwangsarbeiter ausgebeutet wurde. Er ist unser Freund, war mehrfach hier in Stuckenbrock allein mit seiner Familie und mit Studierenden aus Moskau. Versöhnung predigte er nicht nur, er lebte sie. Und zum Schluss geht nun mein besonderer Dank an Werner Höhner und seine Frau Hanna, die heute hier ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass er Kommunist ist. In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit ist eine unverbrüchliche Freundschaft und ein unerschütterliches Vertrauen zwischen uns gewachsen. Bei allen Problemen und Schwierigkeiten, mit der unsere Arbeit als Friedensgärtner von Stuckenbrock von außen belastet wurde, ist mir die Tätigkeit im Arbeitskreis zu einer beglückenden Bereicherung geworden. Und darauf habt ihr, Hanna und Werner, großen Anteil. Darum euch und allen anderen das erste und letzte Wort. Danke. Ich darf dem Danke noch eine Bitte anschließen. Wie jedes Jahr machen wir am Ausgang eine Kollekte. Unser Arbeitskreis ist zwar als anerkannt, als gemeinnützig, aber wir kriegen keine staatlichen Zuschüsse, wie beispielsweise die AfD. Wir müssen alles irgendwie selbst aufbringen, das tun wir auch gerne, aber wir nehmen auch eure Unterstützung gerne mit, wir können sie brauchen. Und zweitens noch eine Einladung zum Kaffeetrinken im Jugendlager. Das ist eine schöne Möglichkeit, hier den Besuch zu beenden. Und ich danke auch dem Jugendlager, dass es nicht nur für sich gut organisiert ist, sondern dass wir eingeladen sind. Es gibt Kaffee und Kuchen und soviel ich weiß auch noch Tee, aber und Mineralwasser. Das ist die Einladung. Und nun wünsche ich allen weiter einen guten Aufenthalt hier im Jugendlager und einen guten Heimweg und im wahrsten Sinn des Wortes auf Wiedersehen, spätestens im nächsten Jahr. Jeder Tote hat einen Namen, nicht jedes Grab trägt einen Stein. Schon seit vielen tausend Jahren hört man Kinder nach den Müttern schreien. Väter, die den Sohn beweinen, der in Uniform gesteckt, irgendwo im fremden Land
in Blut und Schlamm grausam verreckt.